Das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung, kurz DZHK, ist eines von 6 deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. Es wird mit öffentlichen Mitteln gefördert, damit die besten Forscher des Landes gemeinsam Fragen der Herz-Kreislauf-Medizin lösen können. Für ihre klinischen Studien nutzen die DZHK-Forscher eine gemeinsame klinische Forschungsplattform. Sie besteht aus mehreren IT-Systemen und einer Treuhandstelle. In den IT-Systemen werden alle klinischen Daten, Bilddaten und Biomaterialien gespeichert. Die Treuhandstelle erfasst die Einverständniserklärungen der Patienten und wandelt persönliche Daten in Pseudonyme um. Eine der modernsten Methoden, um die Persönlichkeitsrechte der Patienten zu schützen. Mit der Forschungsplattform betreibt das DZHK verschiedenste Studientypen. An den Studien beteiligen sich mittlerweile über 100 Kliniken aus Deutschland und dem europäischen Ausland, indem sie Patienten beisteuern. Das Besondere an der klinischen Forschungsplattform? Sie ist eine einzigartige Struktur in der deutschen Herz-Kreislauf-Forschung, denn sie fasst Daten und Proben von verschiedenen Studien zusammen und macht sie für übergreifende Forschungszwecke zugänglich. Damit erzielen die Forscher aus den aufwendig erhobenen Daten den größtmöglichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Daten mehrfach zu nutzen, ist noch dazu ethisch geboten. Schließlich tragen die beteiligten Patienten mit ihrem persönlichen Schicksal zur Forschung bei. Die Daten werden in allen beteiligten Kliniken nach standardisierten Verfahren erhoben. So sind sie in verschiedenen Studien gut vergleichbar. Für die Erfassung der Daten stellt das DZHK den Kliniken die Zugänge zu den IT-Systemen bereit und bietet einen umfangreichen Support. Und das alles fast ohne Papier, denn die Forschungsplattform ist komplett digitalisiert. Der Aufwand lohnt sich. Es entsteht ein Datenschatz, auf den alle interessierten Forscher Zugriff haben. Eine Nutzungsordnung sorgt dafür, dass Datenschutz und Rechte der Patienten gewahrt werden und dass die wissenschaftlich spannendsten Projekte zum Zuge kommen. Weil sich so viele Kliniken beteiligen, vernetzt das DZHK die Herz-Kreislauf-Forschung in Deutschland und setzt neue Standards. Davon profitieren alle Beteiligten. Mit der Vernetzung und Digitalisierung von Daten in der klinischen Forschungsplattform geht das DZHK mit der Zeit und rüstet sich optimal für die Zukunft. Und damit für alle Forschungsfragen, die noch kommen.